persönliche Begegnung im Fußball in der Schweiz brachte ein Marder. Die Partie FC Thun gegen den FC Zürich ordentlich durcheinander. Das kleine Tier sorgte für Spielunterbrechungen, viel Spaß unter den Zuschauern und manchmal schien es sogar, als ob sich der Marder auf dem Spielfeld besser auskennt als die Spieler. Das wiederum rief unserem Kollegen Andreas Langheim nun den Hobbyzoologen auf den Plan. Vor 65 Millionen Jahren erblickte der Mensch zum ersten Mal den Marder. Seither, liebe Tierfreunde, ward er so gut wie nicht mehr gesehen. In den Schweizer Bergen hatte man jetzt Riesenglück. Da zeigte ein Marder vor Millionen, was es heißt, sein Revier zu verteidigen. Die großen Zweibeiner auf dem Platz, sie sind perplex. Sie wissen nicht, sollen sie ihn jagen, sollen sie ihn fangen, wenn ja, wie und womit. Das alles schert unseren kleinen Klettermeister gar überhaupt nicht. Flink wie ein Wiesel rennt er über den Rasen, sucht sich ein neues Versteck. Gerät der Marder mal in Gefangenschaft, zeigt er sofort sein kämpferisches Talent. Im Nu erfreut sich das quirlige Kerlchen wieder seiner Freiheit. Marder limitieren ihre Gegner, indem sie blitzschnell von Angriff auf Verteidigung umschalten. Ja, und dann macht es einer der Zweibeiner aus Zürich, präsentiert unseren vermeintlich gestellten Freund wie eine Trophäe. Aber hier sehen wir auch, dass der Marder ganz schnell ein bisschen beißen kann. Und dann ist unser Freund auch schon wieder in Freiheit. Aber da hat unser Kleiner die Rechnung ohne Handschuhe gemacht. Zürichs Keeper da Costa hat zugepackt, steckt das Gärchen in einen Sack. Nebenan wird es freigelassen. Den Marder als Maskottchen wollte Zürich nicht, der aber darf sich freuen, nach 65 Millionen Jahren nun auch Fußballgeschichte geschrieben zu haben. Ein Meilenstein in der Mardergeschichte. Und der Marder musste bestimmt erst einmal durchatmen. Das war's jetzt von uns. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. Auch morgen wird es wieder ordentlich.